Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Land of the Viking. So, ich habe hier oben mal angewiesen, man möchte da bitte Bäume schlagen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Und was wir auf alle Fälle brauchen, das sind Häuser. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt nicht zu hell ist. Ich bin leider, wisst ihr was, wir machen das mal kurz live und vor Ort und so dann. Ja, ich glaube, so ist besser. So, resume er, jawohl, dann kann man auch hier unten die armen Häuser wieder sehen. Ich würde sagen, das passt mal auf, okay, die kosten alles gleiche. Das ist also nur so eine, so, wir können mal hier, da ich würde sagen, wir fangen mal an, hier so ein paar Häuser auch aufzubauen, so hier. So, und dann vielleicht, ja komm, lese noch ein bisschen. Ich weiß, die Wikinger haben das so nicht gebaut, aber das ist mir jetzt ziemlich wumpe, wenn ich mal ehrlich bin. So, ich würde sagen, wir packen da noch einen hin und dann können wir hier nochmal abwählen, hier nochmal hingehen, können dann nochmal nach einem neuen Haus sehen. Ich würde sagen, so sieht ganz gut aus. Ich würde den gerne so hinsetzen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus, denn wir haben ein paar Heimatlose. So, jetzt wird es Nacht. Ich hoffe, man kann dann immer noch was erkennen, aber ich denke schon, was wir auf alle Fälle noch brauchen, sind hier Dekorationen, denn wir brauchen diese Pillar Torches noch. Wir packen mal da einen hin und da einen hin und da einen. Hier, also wir können die so richtig schön da ransetzen und dann drehen wir uns da mal ein klein wenig, dann würde ich sagen, wir packen da noch einen hin und dann würde ich sagen, wir packen da noch einen hin und dann würde ich tatsächlich sagen, wir packen da noch einen hin und dann haben wir das und dann können wir mal hier reingucken, was braucht man dafür. Dafür braucht man Stärke. Ja, den würde ich gerne noch nicht nehmen. Ich würde sagen, wir packen uns mal diese Person und wieder. Und dann versucht man hier Eisen rauszuknüppeln. Das ist an sich, glaube ich, schon mal eine ganz coole Sache. So. Denn wir brauchen das natürlich auch. Ich hoffe auch, dass der hier dann irgendwann mal den Verschwindibus macht. Und dann können wir mal gucken. Das sieht ja eigentlich auch sehr eisenmäßig aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder vielleicht täusche ich mich da auch. Das weiß ich nicht. Wir werden mal gucken. So, was haben wir hier? Objectives haben wir. Wir brauchen 80 Leute. Wir haben 79. Wir haben 79 Personen. Da oben geht mal wieder ein bisschen Geld weg. So, hier werden die Häuser gebaut. Das ist ganz cool. Hier hoffe ich natürlich, dass das irgendwann weniger wird. Ja, das ist meine ganz große Hoffnung. Und dass man dafür hier dann ein klein wenig... Denn ich weiß nicht, ob was passiert, wenn ich das hier abreiße. Wir haben davon jetzt 200. Und ich weiß nicht, ob wir das umlagern können. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Wir könnten das jetzt natürlich auch einfach abreißen und mal gucken, was passiert. Wollen wir das mal tun? Ach, wir probieren das jetzt. Komm, hier, zack. Hier hin. Der da. Demoliere es. Wir haben angeblich immer noch 200. Okay, sind die dann hier oben drin? Nope, sind sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die dann angeblich sind. Naja, man wird sehen. Denn hier hinten, denke ich, sind sie nicht. Nein. Da wird das hier ein wenig. Wie sieht es denn hier aus? Verzeihung, der Husten plagt mich immer noch.
Tut mir leid, wie sieht es hier mit den Kühen aus? 15 von 20 und es wird Fleisch produziert. Auch hier wird wohl produziert. Wie sieht es hier aus? Ist hier voll oder was? Ja, weil wir einfach zu viel Wolle haben. Das bedeutet, wir müssen hier in die Produktion rein und müssen das so machen. So. Wir können also das machen und wir können mal das machen. Eigentlich würde ich den Fabric gerne ausschalten. Halt. Time to trade. Okay, das gab jetzt auf alle Fälle ganz ordentlich. Training Camp. Quanknard Trade Ship. Okay. Build Trade Dock. Send the Knard on Mission. Oh, wir haben hier keine Person drin. Speed und Hirn. Das dürfte dann wohl sie sein, ne? Das wäre dann wohl Speed und Hirn. 126 Meter ist der Weg. Was hast du für Probleme? Ja, es mangelt dir an Material. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass dem passieren wird. Aber was will ich machen? Wir müssten mal in den Tree of Life gucken, was wir hier weiteres tun können. Was gibt es denn hier? Hier gibt es die Good Houses, die ich natürlich super gerne hätte, aber wir brauchen okay, was gibt es hier? Hier gibt es Training Camp. Was gibt es hier? Ich habe keine Ahnung. Time to get into trade. Ja, jetzt hängen wir natürlich da mit dem Arsch in der Luft. Eins von den beiden sollten wir nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen das Trainingscamp. Da haben wir es. Das kostet nochmal 2. Okay. Und wir haben ja hier was weggebaut. Das bedeutet, wir können mal hier hingehen. Dann hier. Und dann lasset uns gucken. Hier Military Training Camp. Das war so klar, ich hätte wetten können. Ich würde das gerne drehen. Ist das bitte möglich? Ja, das ist möglich. Nope. Brauchen wir das so? So brauchen wir das. So. Jetzt ist das, glaube ich, sehr nah. Okay, da stören wir den Markt damit. Ich glaube, wir stören damit den Markt. Okay, dann können wir das so nicht machen. Dann werden wir das Military Camp wohl hier hinstellen müssen. Wir drehen das mal so. Und dann klatschen wir das da so ran. Das kostet uns 1 Silber. Und dann gucken wir mal. Ach, schau mal. Das wäre, naja. Das wäre die andere Richtung wahrscheinlich gewesen. Okay. Ja. Ja, da müssen wir halt jetzt mit leben. Wie sieht's denn hier nach unten aus? Und zwar hier in diesem wundervollen Häuschen. Shields for the Warrior, wo wird denn das gefertigt? Wird sowas etwa beim Schmied gefertigt? Wir können mal gucken. Wir haben ja hier und dann Produktion. Da wäre der Blacksmith. Ich würde sagen, wir drehen den mal so hin. Collide with some. Womit collidet er? Ach, da liegen noch Ressourcen rum. Okay. With resources on the ground. Ja, dann würde ich sagen, schaut mal, dass das wegkommt, bitte, danke. Hierhin, Produktion, Blacksmith. Jetzt leidet da gar nichts mehr. Wir gehen mal in diese Richtung. Und ich würde sagen, das war die falsche Taste. Das würde ich auf alle Fälle sagen. Und dann würde ich sagen,
Wollen wir das so haben? Ja, ich weiß nicht. Eher nicht. Also eher möchte ich das eigentlich schon so haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, so glaube ich, passt das ganz gut. Bau das da mal bitte hin. Und dann können wir da auch ein bisschen. Wie sieht es hier aus? Da ist davon noch nicht. Leder ist auch keins angekommen. Wir haben hier 20. Wir können vielleicht mal, wir können hier mal, ich würde sagen, 5 Stück schauen wir mal weg. So, dann gucken wir mal, ob da ein bisschen Ding angekommen ist. Hier sind auf alle Fälle 3. Hier ist noch kein Leder angekommen. Wahrscheinlich, weil noch nicht geschlachtet wird. So. In etwa 2 Tagen beginnt der Frühling. Das ist grandios. Jetzt haben wir hier 250. Ist natürlich vollkommen utopisch. So, da haben wir über 300. Da haben wir auch ein paar. Sieht es denn hier aus? Wenn wir da mal rüber gehen, dann sieht das ganz in Ordnung aus. Aber ich befürchte, wir werden hier oben mal den nochmal weg, den nochmal weg und dann vor allem hier oben etwas größere Karwumsel. Ja, ich hoffe, YouTube dunkelt nicht zu krass nach. Wenn ich ehrlich bin, ich hoffe es so sehr. Ich hoffe es so sehr. So, wie sieht es hier drüben aus? Hier drüben sieht es gut aus. Da sind überall Häuser. Ja, 83 Bewohner. Wow. Okay, hier muss auf alle Fälle. Wie sieht es denn hier aus? Können wir das hier erhöhen? Okay, ich würde sagen, wir erhöhen das mal auf 100. Statt auf 40. Hier, okay. Okay, ich würde fast sagen, wir gehen nochmal hier hin, gehen dann auf Storages, haben hier dann ein Warehouse. Dieses Warenhaus könnte man tatsächlich noch hier hinten anschließen. So, wenn wir hinstellen, direkt neben die Brauerei, wir hauen es da mal ran. So. Ja, da laufen sie mit den Fackeln, ne? Wird jetzt dann bitte mal wieder hell? Hallo, Sonnenaufgang, danke. Ja, die Sonne steht eigentlich schon am Himmel. Aber. So. Sehr gut. Oh, jetzt. Okay. Ja, der soll für sein Versäumnis bezahlen. Natürlich bezahlt das nicht er, natürlich bezahlen wir das. Ja, ganz, ganz klar. Wie sieht es denn hier unten eigentlich aus? Okay, das ist die Variante. Das würde ich aber auch ganz gerne noch machen. Okay, das ist Key of Life Point. Fame. Was können wir mit Fame machen? Damit können wir also so an sich nichts machen. So, hier wird ganz ordentlich. Ich weiß nicht, irgendwie, sorry, ist alles passt irgendwie passt es nicht, ne? Das ist so ein bisschen. Wir gucken mal, ob so passt.
Mal zurück. Tut mir leid, aber irgendwie war das gerade alles ein bisschen arg dunkel und so, ne? Schien halt irgendwie nicht richtig. So, wie sieht's hier aus? Da sieht's ganz gut aus. Wie sieht's mit den letzten aus? Die sind immer noch nicht. Okay, ich würde den hier gerne priorisieren, wenn möglich. Ich glaube, das ist wichtig. So, Spring ist noch nicht. Wir könnten theoretisch schon pflanzen, ne? Apropos pflanzen, wie sieht's denn aus? Wo sind wir denn? Wir sind hier, okay. Und wir sind hier, okay. Also wir müssen auf alle Fälle pflanzen. Wir kommen beinahe nicht drum rum. Ich würde auch gerne nochmal hier, zack. Beim Storage würde ich gerne nochmal so einsetzen. Können wir da leider nicht hinbauen. Da könnten wir ihn hinbauen. Was, der collided with some trees. Machen das mal so. Dann hier, dann hier, dann Storage, dann hier. Aber ich würde den gerne hier hinbauen. Ist denn dem möglich? So, hier. So, ich würde sagen, wir bauen den da dann mal so hin. Schön einmal da außen rum. Was ist hier? Building Storage ist full. Okay, das ist extrem ungeil. Denn bei ihr kommt nichts mehr an und hier hinten können wir irgendwie nicht. Ja. Okay, wir haben 33 Tiere. Wir brauchen 2 und 5. Yeah. Okay, there is a blessing. Spring is coming. Ja, dann müssen wir halt jetzt hier einfach kurz warten, bis da drüben zumindest, ne? Sagen wir, priorisieren auch noch das. Dann machen wir die Priorisierung da weg. Dann hoffen wir... Oh, da ist schon wieder keiner. Oh, das ist schon gut. Wir brauchen jemanden mit Stärke. Hallo? Stärke, der hat Stärke und Hirn. Wir nehmen dich. Wir nehmen dich, denn Stärke ist in erster Linie mal wichtig. So, wie kommen wir hier weiter? Da ist auf alle Fälle ein bisschen was. Hier würde auch noch jemand reinpassen. Hm. Oh, hier ist auch keiner mehr drin. Da brauchen wir jemanden mit Hirn. Da ist Hirn. Aber das ist die... War da nicht ein Hakon drin? Ich glaube, da war ein Hakon sogar drin. Wir nehmen dich. Ich wähle dich. Dann müssen wir hier gucken, dass wir... So. Wenn wir jetzt hier hingehen und dann sagen Production und dann sagen hier, du darfst das produzieren. Mit dieser Geschwindigkeit. Finde es ja an sich schon sehr schade, dass wir... Oh, hier hätten wir einen... Haben wir das Camp schon gebaut? Nein, haben wir noch nicht. Und jetzt hier hingehen. Haben wir doch hier irgendwo... Wo haben wir das denn bekommen? Stonecutter, Mine, Field, Windmill, Brewery. Da haben wir den Taylor bekommen. Hier hinten, Warrior Power Increased. Aha. Ja, hier gibt es dann auf alle Fälle andere Stifte. Hier oben gibt es jetzt erstmal nichts. Okay. Wie sieht es hier aus? Okay, 5% schneller. Was ist das hier? Oh, 5% schneller, das nehmen wir. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, das ist ganz schick mit den Minen. Wenn das denn mal funktioniert. Wir schauen mal hier hinter, wie sieht es mit der Mine aus. Da ist auf alle Fälle schon was drin. Okay. Und ich bin natürlich doof, denn es gibt ja eine relativ einfache Variante. Warum ist das so dunkel? Ich drehe durch.
So, jetzt sind wir doch wieder da, ne? Naja, okay. Wir gehen mal hier hin, dann gehen wir auf Decorations, dann gehen wir hier auf Kisten, ne? Und dann gehen wir hier mal auf die... Storage space for some buildings. Nein, 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 das da. Okay, können da mal... Geht das mal so? Das sieht dann sicher schon ganz cool aus, ne? Okay, nicht perfekt gebaut, aber... So, den bitte raus, dann hier einmal hin. Nimm den mal so und nimm den mal... So. Und dann hilft uns das, einen fliegenden feuchten Kub. Okay, wenn wir jetzt da so eine Karte nehmen... Ja, dann hilft uns das leider auch nicht. Da können wir noch einen dazu schubsen, aber auch das hilft uns nicht. Oh, da ist jemand raus. Auch hier brauchen wir wieder jemanden mit. Hier, wir nehmen mal dich. Oh, jetzt können wir hier auf alle Fälle wieder ein klein wenig einlagern. Wie sieht's hier aus? Okay. Okay, das sieht doch an sich schon mal ganz gut aus. Da kann man mal. So, ich bin mir sicher, der... Okay, da bräuchten wir jetzt jemanden. Und jetzt pass auf, wir haben ja hier jemanden. Und zwar haben wir hier den da. Kann ich den nicht einfach... Nein, kann ich. Warehouse Worker. Ja. Kann ich dir nicht einfach sagen... Workbuilding, ja. Okay, offensichtlich Warehouse Worker. Ja, das bleibt ja. Er bleibt ja Warehouse Worker. Er geht ja nur in ein anderes Warehouse. Ach ja. Hervorragend. Wir brauchen jemanden hier schick mit Speed. Wir gucken mal hier. Ich würde tatsächlich hier nehmen wir und dann hoffen wir, dass es hier etwas zügiger vorwärts geht. Ich weiß nicht warum. Ach, Ghost? Nein. Hallo? Mal hier raus, hier hin. Bin gerade etwas überfragt. Okay, Open muss da stehen. Da steht Open. Okay, wir brauchen hier jemanden mit Köpfchen. Kann nicht. Kann. Okay, so würde ich sagen, sieht doch an sich ganz schick aus. Das brauchen wir momentan nicht. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Eigentlich brauchen wir nur die beiden. So. Finde es halt sehr schade, weil da ist natürlich... Okay, da ist jetzt nichts mehr drin. Da ist auch nichts mehr drin. Wie sieht es hier aus? 102 Wolle. Ja, ganz grandios. So. Du müsstest jetzt eigentlich nur hier raus und dann davor und dann... Würde das eigentlich doch funktionieren, aber okay, wir werden sehen, wie es weitergeht. Da ist schon wieder ein Heimatloser. Wir haben doch hier überall Heimat, Heimat, Heimat. Okay, das hilft wohl nicht, also hierhin live, dann hier rüber und dann würde ich sagen, einmal so eins, dann wir gehen das so direkt so rüber. So. Glaube ich, sieht ganz cool aus. Das kann man mal machen und dann noch mal so rum. So.
So, und dann würde ich sagen, das da. Gucken wir mal, ob wir den da noch reinbekommen. Aber ich denke, wow. Okay, wir gehen noch mal das und dann hier war das, glaube ich, was wir gerade hatten. Dann würde ich sagen, so rein, hoffen, dass es dann schnellstmöglich funktioniert. Wie sieht es hier aus? Hier ist auf alle Fälle wieder Leder drin. Wie sieht es hier aus? Da wird auf jeden Fall gemacht. Wie sieht es hier aus? Okay. Hier sieht es ganz gut aus. Hier fehlt uns jetzt tatsächlich ein Schmied. Da brauchen wir jemanden mit Hirn. Schmied braucht Hirn? Okay. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den und als zweiten würde ich sagen, nehmen wir den da. Und dann gucken wir mal auf die Produktion. Eisen, Werkzeuge, Waffenparts, okay, und Schilde. Boah, das an sich sieht das gar nicht mal so doof aus. Das kann man machen. Dann müssen wir mal gucken, wo wird das ganze Zeug gelagert. Hier offensichtlich. Okay. Hier oben, hier drüben, hier rüber. Hier hin, hier hin. Hier nochmal her, dann hier. Und dann geht es so gar nicht. Doch, so geht's. So würde ich sagen, können wir mal bitte den da entfernen. Dankeschön. Dieses Haus drehen. Ich würde sagen, eventuell. Ja, das scheint nicht zu gehen. So. Okay, das ist sehr ungut. Wir schauen mal, so würde gehen. Dann würde ich sagen, klatschen wir es dahin. Das sieht so an sich ganz gut aus. Dann gehen wir einmal hier hin. Dann lassen wir diese Bäume hier fällen. Gehen dann hier runter. Gucken mal, wie sieht es denn da aus? Da sieht es so aus, als bräuchte man Prioritäten. Sehr schön. Wie sieht es denn mit unseren Märkten aus? Hier haben wir Märkte. Oh. Oh. Kann das sein, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert? Ich befürchte, das kann sein. Warum wird hier nicht zu futtern geholt? Supply. Only selected. Nein, all. Ah ja, hier. Okay. Ich glaube, der hier oben steht auf All. Kann das sein? Wir gehen mal hier hin. Der hier, General Supply, der steht auf All. Deswegen hat der Markt da unten nicht besonders, ne? So, wir gehen aber trotzdem mal hier hin. Dafür brauchen wir Glück und Hirn. Oh, Glück haben wir, Hirn haben wir weniger. Oh, hier haben wir. Gehen mal hier auf Hirn. Oh. Okay, die wohnen doch alle sehr weit weg. Das möchte ich bitte nicht. Ich möchte hier hin. Dann haben wir da dieses Haus. Ich möchte dieses Haus bitte. Ganze hätte ich dann gerne gedreht. Ich würde sagen, wohin? So macht das, glaube ich, doch. Was hast du hier? Enough material can be found. Ach, wir haben keine Kohle.
Hier bitte harvesten. Der kann dann wahrscheinlich auch bald. Wenn wir jetzt hier hinten hingehen. Okay. Mine building to extract coal and iron. Production. Mine. Wir können das hier. Verzeihung. Ein Huster. Okay, wenn wir jetzt hier weggehen. Wir fliegen mal darüber. Aber hier war ja auch nichts mehr. Oder? Sieht jetzt zumindest nicht so aus, als wäre da noch was. Hier? Nope. Nope. Sieht hier drüben aus. Very bumpy, 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 bumpy. Also hier geht auch nicht. Das ist jetzt schon irgendwie... Ja, ja, die können schon reinkommen. Weiß nicht, also... Das sieht halt sehr nach Eisen aus, aber was sieht, wenn das nach Eisen aussieht, was sieht dann nach Kohle aus? Und wo kann es gefunden werden, ist natürlich die nächste Frage, ja. Hier sind ja definitiv Steine, ne? Hier ist auch gut, hier ist auch. Ja. Da hängen wir dann sehr da. Oder hat es einfach nur... Gott, hier. Hier, hier. Hier, nee. Keine Chance. Also... Geht tatsächlich nur da dran, aber... Noch da richtig. Nee. Wir bauen mal eine hin, im schlimmsten Fall, ne? Mein, wahrscheinlich müssen wir den anderen Weg sowieso noch gehen. Hier harveste er. Planten können wir noch nicht. Dann kaufen Leute ohne. Naja, gut, wir sind ja schon am Bauen, ne? Also so ist es ja jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal hier oben hin, dann gehen wir hierher, dann machen wir mal den da. Machen wir das hier mal Spicke weg. Dann hierher und dann würde ich sagen, hier mal Häuschen drehen. Würde ich sagen, geht auf alle Fälle hier eins hin. Drehen. Oh, da geht nicht. Da geht. Dann hier, hier, hier. Auch hier drehen. Okay, haben wir. Hier hin, hier. Zack, drehen. Hier. Okay, dann würde ich mal schauen. Würde ich mal sagen, wir kicken mal. Wa? Da wird auf alle Fälle gebaut. Da wird wieder geplantet. So, da wird nichts gemacht, weil es keine Kohle gibt. For Heating and Iron Furnace. Naja, gut, dann müssen wir halt mal gucken, wie wir es machen. Train Troops. Archer. Naja, die oben können wir momentan eh nicht machen. Stone Miner, Laborer, sonst noch irgendwelche, du bist auch Laborer, du auch, das ist sehr schön, ihr habt alle ungefähr das Alter. Ja, würde ich mal sagen, hier Train, oder? Können wir gar nicht, wir haben weder die Armor, noch haben wir Schilde, noch sonst irgendwas.
Ach, warte mal. Mein Gott, bin ich doof. Also, du und die beiden unten und dann hier rüber und dann dauert es 2 Tage. Parts haben wir noch nicht. Light Armor haben wir auch nicht, aber trainieren lassen können wir sie auch nicht. Und zwar überhaupt gut. Wir können natürlich hier oben hingehen und können sagen, hier bewachsen. Ach ja, stimmt, wir können ja nichts produzieren, weil wir keine Kohle haben. Ach, wie intelligent. Ach, wie überaus intelligent. Okay, 5 Archer müssten wir und... Build Trade Dock. Das können wir ja nicht, oder? Wir können hier... Können wir nicht. Nein, können wir hier. Sea. Fishing Hub Trade Dock. Nein, da brauchen wir... Okay. Das ist jetzt sehr doof. Okay, da können wir noch nichts. Da können wir auch nichts. Dann müssen wir mal gucken, wie lange das denn dauern wird. Ja, vielleicht kriegen wir da relativ schnell. Und ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder übermäßig lang. Aber meine Lieben, das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao.